Jo Freunde, was geht und damit willkommen zur nächsten Folge von der Motorsport Manager Karriere und heute geht es weiter in Sochi, Rennen Nummer 17 und danach noch nach Singapur und bis dann sollte der gute Colton Herta glaube ich auch wieder fit sein, ich denke bis Sochi aber leider noch nicht ganz. In der letzten Folge waren wir ja in Monza, da Leclerc mit Platz 5, das ganze ja mit 50% Renndistanz mal wieder gefahren, aber ich finde die längere Renndistanz lohnt sich auf jeden Fall nicht, das ganze weiter durchzuziehen, weil sowieso nicht wirklich viel Spannendes passiert und wir haben ja gesehen, bei längerer Renndistanz ist unsere Pace auf jeden Fall nicht mehr allzu schnell wie die Mercedes und die Red Bull und deshalb bleibe ich eben bei 2 Rennen pro Folge und dafür eben wieder mit den kürzeren Rennen. Der Schwierigkeitsgrad bei 1 war ganz solide und wir können noch mal kurz reinschauen. Es gibt 3 neue Sponsorenangebote: Uralkali, Lavazza oder Honda. Ich werde auf keinen Fall Uralkali holen. Das war genau der Sponsor, weshalb eben Haas ja sowieso eben die Lackierung geändert hat und der Deal wurde ja in Real Life eben auch gekündigt. Honda sieht eigentlich ganz geil aus, 35 Rennen oder Lavazza, so auf Nicolas Latifi angelehnt mit Williams. Ich glaube, wir nehmen aber Honda, weil die einfach richtig gut zahlen, 7,5 Millionen und sieht auch sehr, sehr cool aus, glaube ich, auf dem Auto. Wir schauen mal rein, ja doch, das sieht ja echt mega nice aus. Also Honda ist zwar nicht der Motorenlieferant, den wir haben, aber sieht doch schon sehr, sehr schick aus hier. Das Honda-Logo, aktuell immer noch der 9. beste Wagen, Motor der 7. beste, Bremsen 3. beste, Frontflügel der 6., Aufhängung 4. und beim Heckflügel Platz 7, das eben der aktuelle Stand. Der neue Heckflügel ist fertig, dann baue ich nochmal einen neuen. Durchgewichtsreduktion mal 2, weil das zahlt sich jetzt auf jeden Fall richtig aus für uns. Die legendäre Aufhängung wurde jetzt schon ganz gut verbessert und die kann auf jeden Fall jetzt beim nächsten Rennen endlich mal zum Einsatz kommen. Und damit, Leute, würde ich sagen, starten wir rein in Sochi. Herta muss noch ein Rennen pausieren, danach sollte es aber wieder passen. Hier in Sochi sollte es eigentlich wieder mit den sehr weichen und den weichen Reifen passen. Hier bei der Strecke war der Reifenverschleiß, glaube ich, ja sowieso auch relativ gering. Jetzt gerade im Training am Start, mir fällt gerade auf, die Lackierung sieht irgendwie gerade ein bisschen seltsam aus, also nicht ganz so, wie ich sie eigentlich erstellt hatte, komischerweise. Ich glaube, ich weiß, woran das liegt, und zwar ist das, glaube ich, die Lackierung von Mercedes, und die ist ja sowieso hier im Spiel immer ein bisschen verbuggt gewesen, bei der Mod zumindest, und das ist, glaube ich, genau das gleiche Problem. Genau hier hat eben Russell rot an der Seite, und dort haben wir genau das Weiße eben an dieser Stelle. Ich könnte die Lackierung damit eigentlich doch mal wieder verändern. Und wer neu auf dem Kanal ist, kann auf jeden Fall gerne wie immer ein Abo dalassen. Wir stehen schon bald vor den 1400 Abonnenten, Leute. Also lasst auf jeden Fall gerne Support da. Jetzt den Qualifying. Bei der Strecke sollte man locker 2 Runden schaffen. Oh, nach der ersten Runde Charles Leclerc gerade mal 2 Zehntel hinter Verstappen und 1 Zehntel hinter Lewis Hamilton. Fittipaldi auf Platz 9 auch ganz solide. Im Endeffekt mussten wir gar keine Runde mehr fahren hier in Q1 und sind locker weitergekommen. Nach der ersten Runde in Q2 Leclerc deutlich weiter weg von Hamilton leider. Jetzt schon 5 Zehntel. Fittipaldi auf Platz 8. Leider auch nicht allzu schnell. Jetzt die nächsten Runden hier in Q2. Ich hoffe, Fittipaldi kann Platz 12 wieder vor wieder schaffen. Bei Leclerc habe ich jetzt mal ein anderes Setup versucht, weil das Setup von eben war mit 97% noch nicht ganz perfekt. Der erste Sektor aber schon mal langsamer. Bei Fittipaldi 2 grüne Sektoren könnte für Platz 12 vielleicht reichen. Mindestens Platz 13. Am Ende ist es Platz 13. Ist in Ordnung. Leclerc mit grünem 2. Sektor und am Ende mit einer kleinen Verbesserung auf Platz 6 nach wie vor. Leider die Rückstände ein bisschen größer als in Q1. Das neue Setup von Leclerc war aber auf jeden Fall besser. Jetzt 99% perfekt. Die Aufwärmrunde war in Ordnung, perfekt und gut. Das könnte eigentlich ganz solide sein. Bloß halt die Bodenhaftung noch nicht ganz voll. Der erste Sektor 3 Zehntel hinter Lewis Hamilton. Der zweite schon 8 Zehntel. Alter, was sind das denn für Runden von Hamilton plötzlich? Extrem stark. Mit einer 1,28,4. Ich glaube, das ist schon ein bisschen langsamer. Aber wir sind immerhin vor Norris, vor die Grassi. Das sind schon 2 wichtige Plätze. Nur Sainz ist halt vor uns und wahrscheinlich Verstappen. Russell diesmal aber auch. Hä, was ist das denn? Vettel plötzlich auf Platz 3. Also Sebastian Vettel auf P3. Das hätte ich ja gar nicht erwartet. Ey, was ist das denn? Selbst Perez ist vor uns. Also die Runde von Leclerc war, glaube ich, gerade richtig schlecht. Mindestens Platz 3 sollte locker drin sein, diese 1 Zehntel von Vettel. Jetzt die nächste Runde. Leider die Bremsen überhitzt, die Reifen aber perfekt. Ich hoffe, Leclerc schafft eben den angepeilten Platz 3. Jawohl, erster Sektor schon mal deutlich besser als davor. Zweiter Sektor nur 4,5 Zehntel Rückstand. Das müsste eigentlich passen, aber Vettel ist auch noch schneller. Also mindestens Platz 4 ist mein Ziel. Das sollte Leclerc eigentlich schaffen. Kommt hier über die Linie und schafft es auf Platz 3. Jawohl, aber ich glaube Vettel, der sieht ja richtig stark aus. Keine Ahnung, woher diese Performance jetzt kommt. Vom Aston Martin. Plötzlich Sebastian Vettel vor. Ah, der bleibt hinter Leclerc. Hat sich nicht mehr verbessert. Aber unglaublich. Vettel auf Platz 4. Hamilton vor Verstappen. Leclerc auf Platz 3.
Leclerc sogar komischerweise langsamer als in Q1 gewesen. Sehr krass, also in Q1 die schnellste Zeit. Bei Leclerc müssen wir natürlich mit den angefahrenen Reifen starten und danach fahre ich eben mit den gelben zu Ende. Das sollte alles hinhauen. Benzin hole ich diesmal eine Runde weniger mit. Jetzt der Start in das Rennen hier. Ich bin gespannt. Leclerc von P3, mal wieder starkes Qualifying und er kommt sehr gut weg. Direkt mal, ah, Alter, was ist das denn jetzt? Im ersten Gang sah das gefühlt mega stark aus und dann beim Hochschalten oder so, egal, wir sind trotzdem an Verstappen vorbei, schon sehr wichtig. Leclerc auf P2 nach einem starken, oh, jetzt auf Platz 1 an Hamilton vorbei. Was ist das denn? Unglaublicher Start von Leclerc, also wirklich von Platz 3 auf Platz 1, jetzt kommt Hamilton safe wieder vorbei. Ich glaube, den Kampf kann ich sowieso vergessen, weil Hamilton ist hundertprozentig schneller, aber wir gehen nochmal in die Offensive, sind immer noch, ah, jetzt ist Hamilton vorbei, komischerweise. Vettel ist Dritter, Verstappen nur Vierter, sehr schön, also guter Start, solide. Immerhin Max Verstappen in Schach gehalten und das war schon sehr wichtig. Jetzt mal schauen, Sebastian Vettel, der sieht irgendwie mega stark aus an diesem Wochenende. Aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, woher der Aston Martin plötzlich auferstanden ist. Aber Sebastian Vettel mit einer überragenden Leistung im Qualifying hält jetzt schön Verstappen auf. Das ist gut für uns, weil jetzt ist sogar Lando Norris noch vor ihm. Sehr schön, also Podiumsplatz ist möglicherweise drin. Bisher sieht es gut aus, Russell nur 9. Verstappen und Perez auf 5 und 6. Das sind ja eigentlich immer so die Rivalen um die Podiumsplätze. Stand jetzt kann Leclerc sehr schön wegfahren vor Vettel und das ist perfekt für uns. Die ersten Leute waren in der Boxengasse, wie Vettel unter anderem. Ansonsten die beiden Red Bull leider noch draußen geblieben. Das heißt, sie sollten damit vielleicht sogar vor Vettel nachher rauskommen mit dem Overcut. Wobei, jetzt sind die Red Bull auch unter Druck. Norris ist immerhin noch vor denen. Das ist auch sehr gut für uns. Ich denke, die werden sowieso wieder einen Stop mehr machen als wir. Max Verstappen war auch gerade in der Boxengasse und zwar mit den gelben Reifen. Ich weiß nicht, ob er damit durchfahren kann. Wird sehr wichtig für uns auf jeden Fall nachher. Mit Leclerc fahren wir, glaube ich, in Runde 10. Lewis Hamilton war in der Box und ist als erster wieder draußen. Auch ganz verrückt. Das Gute ist, Verstappen und Norris hängen gerade sowieso im Verkehr fest. Das heißt, davon dürfte eigentlich gerade keine Gefahr ausgehen. Mit Leclerc ziehe ich dann die letzte Runde jetzt nochmal durch und danach geht es eben in die Boxengasse rein. Also hier in Runde 10 auf die gelben Reifen dürfte alles locker passen. Bei Fittipaldi sieht auch noch alles okay aus. Ich gehe dann bei ihm, glaube ich, auf die roten Reifen. So in Runde 12, 13 dürfte passen. Und jetzt geht Charles Leclerc in die Boxengasse. Auf Platz 2 liegend aktuell, super Rennen. Nein, ey, das ist nicht wahr. Boxenstopp 5,3 Sekunden, Alter. Ja, geil. Jetzt kommt Stroll vor uns. Ja, perfekt. Ricciardo ist vor uns. Bottas ist vor uns. Und das sind solche Positionen, die wir uns locker gespart hätten. Jetzt müssen wir da extra noch fighten. Das Gute ist, wir sind immerhin vor Russell, weil das wäre schon sehr kritisch gewesen. Jetzt aber schön schnell vorbeigezogen. Kommt jetzt Leclerc an Bottas auch vorbei. Sehr schön. Das war ganz wichtig, dass wir da schnellstmöglich durchkommen. Ich glaube, wir wären auch knapp hinter Stroll rausgekommen. Aber das waren jetzt eben knapp 3,5 Sekunden. Zu lange. Wir hatten auf jeden Fall Glück, dass wir vor Verstappen und so noch draußen sind. Also krass, dieser Vorsprung. Wir wären jetzt locker 6 Sekunden vor Verstappen statt nur 2. Immerhin haben wir keine Plätze so gesehen verloren. Russell aktuell in einem relativ schnellen Tempo, aber ich denke, der fährt nochmal in die Boxengasse mit den gelben Reifen. Fittipaldi fährt jetzt mal in die Boxengasse rein und zwar hier am Ende von seiner Runde 14. Das dürfte hoffentlich passen. Auch Stopp ohne Probleme. 1,6 Sekunden. Jetzt sieht Leclerc wieder ein bisschen schneller aus als Russell. Da hinten kommt aber schon Verstappen, aber seine Reifen halten niemals bis zum Ende durch. Nur 39%. Also Hamilton gewinnt das Ding wahrscheinlich ganz entspannt. Außer er scheidet aus. Dann würden wir natürlich gewinnen mit Charles Leclerc. Verstappen war in der Boxengasse, jetzt auf den roten Reifen. Heißt, Leclerc sollte Platz 2 safe bekommen. Russell lässt jetzt auch ganz schön locker mit seinen Reifen. Muss natürlich komplett schonen, wenn er eben durchfahren will. Oh, und Fittipaldi übrigens gerade auf Platz 10. Also der könnte wieder Punkte holen. Ich denke, schneller als Ocon sollte der eigentlich auch fahren können. Ocon fährt in die Boxengasse, damit Fittipaldi auf Platz 9 sogar. Oh, jetzt zieht hier Alonso vorbei an Fittipaldi. Vielleicht können wir dann auch kontern. Mit den roten Reifen sollten wir eigentlich mehr Grip haben. Jetzt kommen wir hier neben Alonso, aber kommen leider nicht mehr ganz vorbei. Schade. Auf der Geraden, aber das ist leider kein Durchkommen aktuell. Sehr schade. Leclerc auf P2 immer noch ganz solide, also der Monegasse mit einem super Rennen, keine Probleme, trotz langsamen Boxenstopp sollte er es eben schaffen. Boah, Fittipaldi so schnell, komm schon jetzt an Alonso, ah, das wird wieder nix, das kann nicht wahr sein, so knapp hier in der letzten Runde. Lewis Hamilton gewinnt das Ganze und Leclerc kommt auf Platz 2 ins Ziel, ich glaube sogar das beste Ergebnis bisher beim Team. Ich weiß gar nicht, ob der schon davor mal Zweiter war, auf jeden Fall Platz 2, super Leistung. Ja, Alonso ist leider zu weit weg, aber damit immerhin weitere Punkte, beziehungsweise ein weiterer Punkt.
Punkt, sehr solide, aber danach kommt ja wieder Colton Herta rein, sehr nice, also starke Leistung von Leclerc, damit wichtige Punkte gegen Ferrari, die eben nur mit Platz 6 8 Punkte, Leclerc holt eben 18 Punkte, hier nochmal schön das Podium mit der Trophäe und die Fahrerwertung, Leclerc auf Platz 6 kommt immer näher an Carlos Sainz ran, also wie gesagt, Platz 5 sollte noch drin sein und bei den Konstrukteuren jetzt nur noch knapp 50 Punkte hinter Ferrari, also vielleicht schaffen wir das noch, 20 vor McLaren, das sollte auch auf jeden Fall passen. Leclerc hat sich schön verbessert und zwar mittlerweile Kurvenverhalten 20. Echt krank dieser Fahrer, bald volle 5 Sterne. Colton Herta ist anscheinend wieder komplett fit. Das ist sehr nice, der neue Heckflügel wurde auch fertiggestellt. Das ist echt komisch und zwar jedes Mal mit Risikolevel. Eigentlich gar nicht geil, aber ich glaube, ich mache das einfach mal. Komm, einmal können wir das mal eingehen, das Risiko, Leute. Vor allem diese Teile lohnen sich gar nicht, die epischen. Die hervorragenden Sachen sind sogar besser als die epischen, komischerweise. Den Heckflügel von davor kann man auf jeden Fall erstmal verbessern, weil ich denke, der dürfte auch relativ solide sein. Das nächste Rennen ist dann in Singapur. Der Rest dürfte alles passen. Mittlerweile haben wir eine sehr starke Aufhängung, nämlich die beste, Leute. Sehr geil. Sehr, sehr stark. Ansonsten beim Heckflügel, boah, das ist so krass. In der letzten Saison hatten wir den besten Heckflügel, glaube ich, kurz mal. Und jetzt nur noch den siebtbesten, weil ich den halt bisher in der Saison leider kaum verbessert habe. Die Lackierung muss ich nochmal ganz kurz ändern, und zwar das Grunddesign. Ich glaube, ich probiere einfach mal diese Lackierung aus. Sieht eigentlich auch ganz geil aus. Mal wieder ein ganz anderes Design, aber ich fand das irgendwie ganz schick. Also in Singapur sind es ja 26 Runden. Das sollte eigentlich wieder passen mit den sehr weichen und eben den weichen Reifen. Das Problem ist, es regnet relativ häufig jetzt im Training. Das heißt, man kann leider nicht jeden Reifensatz hier komplett perfektionieren. Das Training war relativ solide am Ende, Stufe 3 bei den sehr weichen Reifen und eben beim Renntrim. Jetzt in Q1 in Qualifying. Ich bin gespannt, wieso die Rundenzeiten sind. Leclerc bisher relativ solide, nur 3/10 nach den ersten beiden Sektoren hinter dem ersten. Also könnte mal wieder so Platz 3 ungefähr werden. Und am Ende sogar Platz 2. Alles klar. Im dritten Sektor, warte mal, im dritten Sektor war Leclerc damit dann, glaube ich, der schnellste von allen, weil er sogar näher dran ist an Lewis Hamilton. Nur 0,12 Sekunden. Okay, das ist schon sehr stark. Herta auf Platz 11 nach der Verletzung. Gar nicht mal so schnell, leider. Gefühlt nur gleich stark wie Fittipaldi gerade in Qualifying. Oh, jetzt in Q2 und das ist mal wieder komplett verrückt. In Q1 war Leclerc ja mega schnell, nur 0,12 Sekunden hinter Hamilton. Und jetzt müssen wir, glaube ich, mit den Intermediates die erste Runde fahren. Gegen Ende kann man aber sowieso mit den Trockenreifen, denke ich mal, fahren. Also sieht zumindest so aus. Mal schauen, also da könnten wieder einige Leute rausfliegen. Leclerc stand jetzt der schnellste mit den Intermediates. Auf Platz 1 und 2 Hamilton komischerweise mit Soft gefahren. Also wenn er wirklich rausfliegt, wäre das so lächerlich. Wenn der am Ende wieder nicht fährt, könnte sogar wirklich der Fall sein. Jetzt gegen Ende der Session fahren wir nochmal raus und wir sehen, Russell ist in der Box, Hamilton ist in der Box. Aber leider fährt, glaube ich, nur noch Bottas. Schade, Mann. Wenn noch drei Leute fahren würden, wäre Hamilton eben ausgeschieden. Aber damit ist, glaube ich, Verstappen gleich ausgeschieden, weil niemand mehr von denen fährt. Sehr, sehr merkwürdig, Leute. Also wir sollten locker weiterkommen mit Leclerc und Herta. Sehr nice. Leclerc auf Platz 1, Herta auf Platz 5, damit beide weiter in Q3 ausgeschieden. Leider nicht Hamilton, dafür aber Max Verstappen und Russell. Damit sollte Platz 2 in Qualifying eigentlich safe sein. Jetzt die finale Session in Q3. Ich fahre mit beiden Fahrern mal raus. Oh, die Aufwärmrunde von Leclerc war anscheinend sehr stark. Mal schauen, was Hamilton so schafft. 1:24:17. Ich weiß gar nicht, wie schnell der in der ersten Session nochmal war. Aber Leclerc scheint hier deutlich langsamer zu sein, komischerweise. Jetzt nochmal der dritte Sektor am Ende. Nur Platz 3 hinter die Grassi. Das ist mal wieder typisch für Leclerc. Plötzlich langsamer als im Q1, glaube ich, gefühlt. Die Aufwärmrunde perfekt. Also eigentlich sollte Platz 2 locker drin sein. Ich hoffe, der schafft das diesmal auch, eine perfekte Runde hinzuhauen. Erster Sektor schon mal schlechter. Ey, das kann nicht wahr sein. Als ob wir schlechter sind als die Grassi, Alter. Ja, zweiter Sektor war auch schlechter. Und der dritte damit auch. Und damit bleiben wir auf Platz 3. Sehr überraschend. Verstappen ist draußen. Trotzdem schaffen wir es nicht, vor die Grassi zu kommen. Sehr, sehr komisch. Herta immerhin auf Platz 7. Oh, doch nur Platz 8, weil Ocon sich verbessert hat. Ja, also Leclerc, mein Lieber. Was hast du denn gemacht? In Q1 war der einfach mal 3/10 schneller. Das ist schon sehr merkwürdig. Zum Beispiel die Grassi war in Q1 3/10 langsamer und ist in Q3 gleich schnell quasi gewesen. Und Leclerc ist einfach mal 3/10 langsamer. Also Leclerc hätte locker Platz 2 schaffen können. Aber naja, egal. Oh Leute, ich sehe schon was sehr Interessantes. Runde 26. Und da soll es anfangen zu regnen. Okay, das wird mal wieder komplett verrückt gegen Rennende. Was auch ganz schlau vielleicht wäre. Mit den harten Reifen durchfahren. Bis es anfängt zu regnen. Ich weiß nicht, ob man das hier machen kann. Wäre eigentlich auch eine Möglichkeit. Aber ich glaube, so lange halten die auch nicht. Denke, ich fahre dann ganz normal mit den weichen Reifen dann auf die gelben. Damit
damit geht es los in Singapur. Leclerc von Platz 3, Hörter von Platz 8. Und wir wissen, Leclerc hat genau bei der Strecke ja diesen einen Verbremser letztens gehabt, am Anfang der Saison. Okay, diesmal scheint er gut durchzukommen. Sehr schön, Leclerc. Bleibt auf P3 immerhin. Vielleicht kommen wir an die Grassi vorbei. Der kommt sogar an Hamilton vorbei. Und jetzt kommen wir, mit Leclerc kommen wir auch an Hamilton fast vorbei. Sind neben ihm, aber leider nicht ganz vorbeigekommen. Schade, egal. Jetzt gehe ich erstmal runter auf neutral. Ey, jetzt kommt aber dafür der Red Bull von Perez komischerweise vorbei. Hörter auf Platz 9, auch kein überragender Start, leider einen Platz verloren. Ey, jetzt kommt sogar noch jemand vorbei. Leclerc nur noch 6. von Platz 3, jetzt doch wieder 4. beim Reinbremsen, okay. Aktuell 4. und 8. und das relativ solide. Komischerweise die Grassi immer noch in Führung, 3 Sekunden vor Hamilton. Also eigentlich wäre das die perfekte Chance für uns gewesen. Wäre ich eben mit Leclerc auf Platz 2 gestartet, wären wir vielleicht gerade 1. Leider ist die Pace irgendwie nicht so vorhanden, wie ich es mir erwartet hätte. Gegen Rennende wird es eben auch sehr interessant. Entweder auf die Intermediates oder auf die Fullwets. Ich glaube, diesmal entscheide ich mich für die Intermediates, nicht so wie in Belgien. Ich hoffe, das ist diesmal die richtige Wahl. Ey, ich merke gerade, die Reifen halten irgendwie doch länger als erwartet. Die sollten, glaube ich, nur so 10, 12 Runden halten. Und jetzt halten die locker bis Runde 13 aus, hier die Soft. Ich hätte, glaube ich, damit dann locker mit den harten Reifen eigentlich durchfahren können, bis zum Regen. Die Grassi war schon in der Boxengasse sehr, sehr früh, komischerweise sogar vor uns rausgekommen. Hier war ja die Boxengasse sowieso extrem merkwürdig. Man verliert gefühlt gar keine Zeit. Ich glaube, ich kann dann gleich in die Boxengasse fahren, auf die gelben Reifen. Also jetzt die Boxenstops hier in Runde 12. Sollte eigentlich alles passen. Leclerc, keine Probleme, 1,7 Sekunden. Jetzt kommt noch Colton Hörter mit 1,8, auch sehr solide. Und damit sind wir auf Platz 6 mit Leclerc. Leider aber Bottas ganz knapp vor uns. Das war nicht ganz so geil. Leclerc kommt nicht wirklich vorbei an Valtteri Bottas, komischerweise. Das kann echt nicht sein, als ob der so schnell ist, der Bottas. Wir hängen wirklich hinter Bottas jetzt gerade allen Ernstes fest, Alter. Jetzt war Bottas endlich in der Boxengasse. Leclerc ist 4., Perez 3., De Grassi 2., also Podium wird es wahrscheinlich heute leider nicht mehr. Komischerweise, diesmal halt leider die Konkurrenz doch zu stark, aber mal schauen. In ein, zwei Runden sollte es gleich anfangen zu regnen und das wird schon sehr interessant. Also ich denke, der Wechsel auf die Intermediates wird auf jeden Fall nötig sein. Alonso war jetzt schon drin, komischerweise. Die Reifen kann man eigentlich jetzt komplett kaputt fahren. Bei Hörter würde ich sagen, kann man jetzt schon reinfahren. Und damit sollte das Timing eigentlich perfekt gewesen sein. Wir kommen auf Platz 8 wieder raus. Ich glaube sogar weiter vorne als davor. Jetzt der Boxenstopp von Charles Leclerc. Hoffentlich ohne Probleme. Jawohl, 1,8 Sekunden und wir kommen auf Platz 4 wieder raus. Sehr schön. Und damit sind wir aber viel näher dran an Perez und die Grassi. Also vielleicht ist das Podium sogar doch noch drin, wenn wir die Grassi und Perez hier einholen sollten. Noch 3 Runden sind hier zu fahren, Leute. Jetzt aber gleich Full-Wet-Bedingungen. Ey, es wäre, glaube ich, doch besser gewesen, auf Full-Wets zu wechseln, möglicherweise. Niemand fährt mehr rein. Eigentlich wäre es echt gerade ultra schlau gewesen. Also wirklich genau die falsche Entscheidung mal wieder. Hätte ich Full-Wets aufgezogen bei Leclerc, hätten wir locker noch Platz 2, denke ich mal, geschafft. Aber jetzt wird es wahrscheinlich eben Platz 4 bleiben. Sehr schade. Jetzt das Rennende. Hamilton gewinnt vor Perez, vor die Grassi. Leclerc 4. Ist ganz solide, aber leider eben nicht das Maximum rausgeholt. Also es wäre eigentlich Platz 2 drin gewesen. Hätte ich, wie gesagt, den Wechsel auf die Fullwets gemacht statt Intermediates, wären wir wahrscheinlich 2. vor Perez. Jetzt Hörter auf Platz 8. Auch ganz solide mit dem Comeback nach der Verletzung. 4 Punkte und damit aber wieder ein paar Punkte mehr als Ferrari. Leider die Grassi hat auf Platz 3 auch viele Punkte mitgenommen. Also hier die Fahrerwertung. Leclerc mittlerweile nur noch 17 Punkte hinter Sainz. Also wie gesagt, Platz 5 ist auf jeden Fall noch drin. Ansonsten Hörter 10. bei den Konstrukteuren auf Platz 4. Jetzt schon deutlich weiter weg von McLaren. Ferrari einzuholen wird, glaube ich, nicht mehr ganz machbar sein, leider. Weil die einfach schon zu weit weg sind. Sehr schade. Wenn man die ganze Saison betrachtet, hätten wir auf jeden Fall locker mindestens mal gleich viele Punkte wie Ferrari haben können. Ohne die ganzen Ausfälle und Fehler und falschen Strategien. Nochmal eine neue Abstimmung und zwar höhere Leistungsboni. Ist eigentlich, glaube ich, besser für uns. Deshalb stimme ich mal dafür mit einer Stimme. Boah, alles klar, Leute, am Ende. Jawohl, hier der Chef musste sogar entscheiden. Mohamed Ben Sulayem war dafür. 6-5 Stimmen, weil es eben ein Unentschieden gab. Und damit gibt es eben die neue Regeländerung. Höhere Leistungsboni. Der nächste Heckflügel wurde auch fertig gebaut und das sollte damit passen. Der neue sieht auch sehr solide aus. Hat eben Risikolevel, ist eigentlich nicht das geilste, aber egal. Ansonsten beim Heckflügel kann ich jetzt nichts mehr machen. Mittlerweile auch die beste Aufhängung, was auch sehr krass ist. Motor kann man auch nicht mehr verbessern. Boah, was soll ich denn machen? Der neue Frontflügel wird erstmal entwickelt. Da haben wir eben noch gar nichts in dieser Saison gemacht. Und damit, Leute, würde ich auch sagen, war es das mit der heutigen Folge. Lasst gerne wie immer ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr neu seid und keine weiteren Videos verpassen wollt. In der nächsten Folge geht es dann weiter und zwar in Amerika.
Amerika bin ich gespannt, Leute. Heute ganz solide. Leclerc Platz 2 und Platz 4. Gute Punkte. Hörter mit dem Comeback auf Platz 8 war auch ganz solide. Und eben Fittipaldi nochmal gut einen Punkt geholt. Und damit war es das, wie gesagt, mit der Folge. Haut rein, habt noch einen schönen Tag. Lasst ein Abo da. Bis zur nächsten Folge. Und ciao.